Dass Babys weinen und schreien, ist ganz normal. Es ist ihre Art, uns mitzuteilen, dass ihnen etwas fehlt. In den ersten Lebenswochen nimmt die Häufigkeit von Weinen und Schreien bei fast allen Babys zu. Sind sie 3 bis 4 Monate alt, nimmt es wieder ab. Es gibt jedoch Kinder, die schreien und weinen übermäßig viel. Als sogenannte Schreibabys bezeichnen Ärztinnen Kinder, die mindestens 3-mal in der Woche für mehr als 3 Stunden weinen und das über mehr als 3 Wochen hinweg. Was können Eltern tun, wenn ihr Baby sehr viel weint und schreit? Oft sind diese Kinder überfordert und überreizt. Ihnen fehlt die Fähigkeit, im richtigen Moment abzuschalten. Hier sollten Eltern versuchen, ihrem Kind ausreichende Pausen zu ermöglichen. Schlaf ist dabei besonders wichtig. Generell sollten die Tage ruhig und möglichst routiniert ablaufen, ohne Überraschungen, Stress oder Hektik. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollten körperliche Ursachen als Grund für das vermehrte Schreien ärztlich abgeklärt werden. Und auch sonst gilt für Eltern, wer sich überfordert fühlt, sollte sich immer Hilfe suchen. Sowohl Kinderärztinnen als auch Hebammen oder offizielle Beratungsstellen können helfen.